Auch erstmal von unserer Seite herzlich willkommen zu unserem Vortrag IoT in der Cloud. Vielleicht ganz kurz organisatorisch, wir haben ein relativ straffes Programm vor uns, weshalb wir Fragen erstmal ans Ende der Präsentation einfach legen würden, falls die Zeit da auch nicht reichen sollte. Wir sind noch den Rest der Konferenz unterwegs, sind drüben am Stand, haben dort auch noch eine Demo aufgebaut. Also wenn Interesse besteht, nochmal zu diskutieren, kommt einfach zu uns, ansonsten nachher auch bei den Thementischen. Genau, ganz kurz zu uns und zu unserer Firma. Mal kurz zurück. Erstmal kurz vorstellen. Der Dominik steht heute hier, der wird auch den Hauptpart übernehmen. Dominik leitet bei uns das Competence Center IoT, also sprich alles das, was wir bei Obitz Consulting rund um IoT treiben. Obitz Consulting, wir sind 400 Leute, bundesweit unterwegs in unterschiedlichsten Facetten. Und meine Wenigkeit, ich bin Frank Hoppe, bin bei Obitz Consulting im Business Development tätig und unterstütze ihn da so weit, wie es geht. Was wir da auch alles in dem Umfeld machen können. Ein Punkt zur Keynote heute Morgen, da habe ich gesagt, da muss ich jetzt unbedingt noch einen Punkt reinbringen. Sorry Andy, aber wir haben keine IBM Cloud uns mit angeschaut. Deswegen, also wenn ihr Fragen zur IBM Cloud habt, ne, better call Andy. Es ist, glaube ich, immer noch besser, als nachher uns zu fragen. Wir haben uns angeschaut. Was wir uns angeschaut haben, kommen wir gleich noch drauf. Genau, damit starten wir dann eigentlich auch richtig in den Vortrag. Kommen wir kurz zur Einleitung und Motivation. Ja, warum beschäftigt uns das ganze Thema eigentlich? Und zwar, also Opitz ist eigentlich nicht als unbedingt mit der Embedded-Entwicklung beschäftigt. Wir haben aber mittlerweile auch immer mehr Kontexte, in denen wir uns mit Digitalisierung und Internet of Things beschäftigen müssen, weil wir einfach bei uns in den Projekten und bei unseren Kunden, klar, zum einen durch diesen Hype, den wir da im Moment haben, entsprechende Wahrnehmung haben, aber auch so für uns sich die Projekte immer mehr dahingehend ändern, dass wir eine Änderung von Schnittstellen und eigentlich von den kompletten Business-Prozessen, die bei den Unternehmen dahinter liegen, ja, durch die Digitalisierung neu getrieben werden. Es werden halt immer mehr Dinge digitalisiert. Sie haben immer mehr häufiger eine digitale Repräsentation dann dabei, sodass wir automatisch eine Änderung von unseren Schnittstellen in der Integration haben, neue technische Grundlagen und eigentlich auch eine viel höhere Automatisierbarkeit als das, was wir noch vor einigen Jahren gewohnt waren und damit halt von unseren klassischen Wegen auch in der Informatik abweichen. So, und so kommt es, dass wir halt als Opitz Consulting uns mit innovativen Geschäftsmodellen mittlerweile auch beschäftigen und auch in der Optimierung von Prozessen unterwegs sind, auf Basis halt von IoT-Daten und Big Data. Genau, also unsere Kunden, haben wir gerade gesagt, beschäftigen sich eine ganze Menge damit. Deswegen haben wir versucht, ein bisschen rauszuarbeiten, was heißt denn innovative Geschäftsmodelle, wie komme ich dahin, wie bewege ich das? Und wir haben für uns so ein, das sieht wüst aus, das ist auch wüst, das ist mit Absicht, das ist ein Poster, ist etwas größer, nicht unbedingt jetzt hier zum Lesen auf der Folie gedacht. Alles, was wir so getroffen haben, zusammengefasst in vier Säulen der Digitalisierung. Wir würden das ein bisschen beiseite lassen, weil wir schauen uns jetzt eins an. Die Grundaussage dabei ist aber, dass eigentlich IoT mehr ist, als nur Daten von irgendeinem Sensor abzugreifen und irgendwo hin zu übertragen. Da spielt halt rein, dass man die Daten auswerten muss, also sehr starken BI-Faktor. Der Faktor, dass wir uns gerade anschauen, die meisten Sensoren sind irgendwo, also sprich irgendwie im Internet in der Cloud verbunden, also warum nicht gleich eine Cloud-Lösung benutzen? Es heißt Integration mit Backend-Systemen, was mache ich mit einem ERP-System, wie gehe ich damit um? Genau diese Fragen stellen wir uns und die haben viele Kunden an uns gestellt und wir haben versucht, das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen, um das nachher einfacher zu machen. Also wer da noch mehr wissen will oder das Poster haben will, kann einfach auch zu unserem Stand kommen und dann nochmal drüber diskutieren. Ja. Worum geht es für uns eigentlich? Also was wir in den letzten Jahren eigentlich wahrgenommen haben, ist, dass wir gerade diesen Unterbereich einen Fokus in der IT auf Verarbeitung und Kommunikation gesetzt haben. Wenn man hingeht und trägt nun den Wert einer Information über eine Zeitachse aus, bekommt man ein entsprechendes Bild. Und in den letzten Jahren sind wir halt hingegangen und haben über E-Mails, über Schnittstellen, über Kommunikation zwischen Systemen uns eigentlich darauf fokussiert, hinten die Verarbeitung halt zu automatisieren. Was wir heute haben ist, dass wir über das IoT, über mobile Geräte eine Erfassung direkt an den Objekten eigentlich bekommen
und mit neuen Technologien eine automatische Analyse und Erkennung von bestimmten Zuständen erreichen. Worüber wir die Chance haben, diese komplette Verarbeitung auf so ein minimales Maß erstmal zu bringen, dass wir nahezu Echtzeit reagieren können, wo dann eigentlich auch die Mehrwerte nachher für neue Businessmodelle, aber auch für Optimierungen liegen. Als ein Beispiel, was jedem von uns eigentlich schon begegnet ist, das ist der Paketversand, den man zum Beispiel bei der Deutschen Post hat. Vor ein paar Jahren ist man noch hingegangen und hat dort einfach auf einen Papierzettel unterschrieben, um praktisch den Empfang eines Paketes zu quittieren. Mittlerweile wird alles schon digital geregelt. Man kommt mit einem digitalen Gerät und setzt direkt seine Signatur unten drunter und haben die meisten von uns eigentlich erstmal nur unbewusst wahrgenommen, dass sich da was geändert hat. Aber was dann dahinter steckt, das ist schon enorm. Vereinzelt werden diese Informationen direkt an, also es liegt ein bisschen am Gerät, aber vereinzelt werden diese Informationen dann direkt schon an ein Backend-System geschickt, wodurch dann im Hintergrund Analysen stattfinden können. Es können Aussagen getroffen werden, ob bereits bestimmte Pakete an den Kunden geliefert worden sind, welche noch auf dem Wagen sind und noch nicht ausgeliefert worden sind, bis hin zu Tourenumplanung und gewisse weitere Dunkelverarbeitung. Ob das die Deutsche Post jetzt alles so genau macht, das kann ich nicht sagen. Da sind aber die Überlegungen bei denen dahingehend, genauso etwas zu tun. Genau. So, das, was wir so in letzter Zeit immer mehr erfahren haben oder dann halt in diesem Bereich kennengelernt haben, das nennen wir IoT-basierendes digitales Geschäftsmodell. Weil wir die Tendenz dazu erkennen, dass die IT immer mehr in den Vordergrund rückt, beziehungsweise ein zentrales und kritisches Element wird, um halt Geschäftsmodelle am Leben zu erhalten. Ein relativ bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Fahrradverleih, den DB Rent realisiert hat. Was die eigentlich haben ist, es gibt Verleihstationen, da stehen Fahrräder, das Fahrrad selber ist ein Ding, stellt Informationen zur Verfügung über Positionierung, über Beschädigungen und wodurch dann diese Erfassung und Verarbeitung der Daten eigentlich geschäftskritisch für dieses Unternehmen ist. So, und was wir dann haben, deswegen IoT-basierend, die Dinge, die stehen im Vordergrund, die IT, die macht dieses Geschäftsmodell erst überhaupt möglich, wodurch dann dieses Daten- und Device-Management, also die Verarbeitung der Daten, das Registrieren von den Geräten auf einmal auch mit in den Mittelpunkt rückt und dahinter liegen dann die klassischen Ansätze, die wir vorher gewohnt waren, also Daten ins ERP reinschreiben, entsprechendes Controlling dort zur Verfügung zu stellen. Also eigentlich wie bereits erwähnt, die klassische IT, die wir eigentlich vor fünf Jahren, über die wir halt geredet haben. Genau, so kommt es eigentlich, dass das IoT unsere Strukturen, unsere geschaffenen Strukturen immer mehr erweitert. Wir haben also auf einmal neue Geräteklassen, die vor einer Integration, also vor dem hier genannten Service Gateway stehen und die verarbeitet werden müssen. Wir kriegen neue Technologien rein, Big Data bekommt noch eine größere, weitere Relevanz, sodass eigentlich diese ganze Digitalisierung und das Internet der Dinge weitere Themen treibt und uns dort völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Spannend dabei ist, das sind die beiden oberen Balken halt, dass wir durch dieses IoT eine höhere Echtzeitfähigkeit bekommen, dass wir darüber auch immer mehr eine Art von Dashboards benötigen, dass wir halt Dinge kontrollieren können. Wir können die Geschäftsprozesse, die Zustände genauer kontrollieren und haben auf der anderen Seite durch das IoT halt eine Erweiterung in unserer Informationen und damit eine höhere Transparenz und dadurch auch wieder die Möglichkeit, genauere Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, warum Ganze in der Cloud? Also wenn man das Ganze jetzt aus Big Data-Sicht zum Beispiel sieht, mich interessiert es nicht, wenn die Daten erst irgendwann übertragen werden, ins Backend dort ausgewertet werden und ich irgendwann einen Report fahre, vielleicht noch in Papierform, sondern ich möchte die Entscheidung so nah wie möglich am Endgerät haben. Das heißt, ich habe mein Device irgendwo, das kommuniziert mit der Cloud, warum nicht gleich da die Entscheidung Mustererkennung dort haben und dann wieder rückgehen. Die Daten können trotzdem ins Backend fließen und dort weiter ausgewertet werden. Ja, was uns jetzt begegnet ist, also wenn man das alles so noch mal ein bisschen anders darstellt, haben wir eigentlich drei verschiedene Ebenen mit unseren Kunden kennengelernt, mit deren Ansätzen man die IoT-Daten integrieren kann. So, was wir da eigentlich... Das eine, das ist direkt am Gerät, dass wir halt in dem Gerät erste Regeln definieren, erste Analysen fahren, um halt dort bestimmte Zustände erfassen zu können. Der zweite Ansatz ist, dass man eine sogenannte Pre-Integration Stage nutzt.
die halt on-premise, aber auch in der Cloud liegen kann, wo dann zentralisiert Regeln definiert werden, eine Verarbeitung angestoßen wird und dann halt diese Informationen ins spätere, ins Backend, ins Backbone gelangen, während man dann in der Backbone-Verarbeitung langfristige Prozesse anstoßen kann und zum Beispiel mit Big Data-Ansätzen auch Inhalte aus ERP-Systemen oder Ähnliches mit anbieten kann. So jetzt eigentlich heute machen. Das ist jetzt hier genau den Fokus drauf zu legen, weil in den letzten Monaten eigentlich sind immer mehr Lösungen auf den Markt gestrebt, die halt genau dieses ermöglichen. Also jetzt ist, ich glaube, Microsoft Azure müsste so der letzte größere Anbieter gewesen sein, der im September letzten Jahres halt mit seiner IoT-Suite live gegangen ist. Und die würden wir jetzt halt mal genauer anschauen, vergleichen, was dort für Features sind und mal gucken, was die halt auf dem Markt eigentlich so alles anbieten. Warum? Im Endeffekt haben wir eigentlich drei Kandidaten. Warum die genau? Also Microsoft, Amazon und Oracle. Warum diese drei Kandidaten? Das sind im Moment die, also zumindest Amazon und Microsoft sind die, die im Moment halt als Vorreiter in dem ganzen Bereich gelten. Oracle strebt halt immer mehr mittlerweile auf. Die haben ihr IoT, also ihre IoT-Cloud komplett überarbeitet und sind gerade auch massiv dabei, Fahrt aufzunehmen, seit wir uns halt für die drei Kandidaten entschieden haben. Oracle hängt ein bisschen damit zusammen, weil wir waren auch in dem Beta-Programm drin, dass wir uns das Ganze mit frühzeitig anschauen konnten und auch mal ein bisschen unter die Haube schauen konnten. Deswegen haben wir da ein bisschen mehr Einblick und den Showcase, den wir draußen haben, der läuft komplett in der Oracle IoT-Cloud und noch ein bisschen mehr, also auch die BI-Cloud. Genau, dann nochmal kurz zu unseren drei Kandidaten. Die nächsten Folien, die sind halt auch entsprechend auch so aufbereitet, dass sie immer so nebeneinander verglichen werden. Da kann man sich halt entsprechend auch ein bisschen an den Farben orientieren, wenn sie mitlesen wollen. Genau, wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns hingesetzt, haben verschiedene Kriterien definiert, diese Kriterien dann nochmal geclustert, sodass wir erstmal Plattformeigenschaften, Plattformfeatures, verschiedene wie Dokumentation und da Sonstiges zusammengefasst haben, als auch Kommunikation und würden die jetzt Schritt für Schritt durchgehen und halt die einzelnen Ergebnisse daneben legen. Genau, wo wir mit jetzt eigentlich auch schon zu den Plattformeigenschaften und den ersten Ergebnissen kommen. Zur Portierbarkeit. Portierbarkeit hieß für uns, wie leicht ist es eigentlich, wenn man sich für einen von den Anbietern entschieden hatte, in einer anderen Plattform, also auf eine andere Plattform zu setzen. Also wie leicht ist es im Endeffekt von einer Oracle IoT Cloud hin zu Amazon oder Azure zu wechseln? Was uns da relativ schnell aufgefallen ist, so einfach ist es gar nicht. Die Anbieter geben entsprechende Features wohl an, dass Exports möglich sind, dass man Geräte, die man dort definiert hat, zwar exportieren kann, aber dass es einen allgemeinen Export für die einzelnen Clouds gibt, haben sie natürlich nicht implementiert, weil sie auch möglichst versuchen wollen, ihre Kunden bei sich zu halten. Sodass dann, falls man wirklich sowas vorhat, dann entsprechendes Migrationsprojekt aufsetzen muss, sich sehr genau überlegen muss, welche Daten habe ich, welche muss ich überhaupt mitnehmen, denn was da einfach ein bisschen anders ist zu anderen Migrationsprojekten, ist einfach, wenn man das Angebot dann nicht mehr bezahlt, ist es auch weg und die Daten sind weg. Also man verliert also gewisserweise sein Wissen oder seine Technologien, die auch dann dahinter liegen. Das ist der Unterschied auch zur Infrastruktur as a Service, da ist es relativ easy, ne? Also wenn ich eine Infrastruktur in den Server bereitgestellt bekomme, kann ich noch relativ schnell von einem Anbieter zum anderen wechseln. Hier sind wir in dem Plattform as a Service Umfeld und da wird es schon deutlich schwieriger. Da lässt man sich auf eine Plattform ein. Das ist ähnlich wie On-Premise, so ist es aber auch in der Cloud. Gerade aus dem Grund muss man sich dann auch entsprechend Gedanken machen, zu welcher Cloud man gehen sollte, wenn man eine entsprechende, so ein entsprechendes Ziel sich halt gesetzt hat. Ansonsten sind die, also es gibt viele Punkte, die relativ ähnlich sind, gerade auch die Bedienbarkeit. Sämtliche Lösungen bieten erstmal ein Web-based Solution-Portal an, heißt, ich wähle mich irgendwo ein, habe dort die Möglichkeit, meinen Service zu konfigurieren, neue Dienste hinzuzuschalten. Kriege dort Informationen über meine Geräte, gewisse Statistiken, sehen alle anders aus, fühlen sich aber alle sehr ähnlich an. Dahingehend hat man relativ wenig Unterschiede. Zum Hosting.
Ist zum Teil konfigurierbar. Bei der Oracle IoT Cloud ist es halt so, dass aktuell das Angebot nur in der in US halt verfügbar ist. Bei Amazon oder bei Azure kann man sich das Hosting zu gewissen Teilen halt aussuchen. Also so, dass man da zum Beispiel sicherstellen kann, dass seine Anwendungen halt in Europa laufen und man dann auch entsprechend unter europäisches Recht mitfällt. Genau, aber da ist man genau bei dem Punkt. Nachher gibt es noch einen Vorschlag, wem gehören die Daten, wenn ich die Daten natürlich jetzt nutze und ich habe hier eine Cloud-Lösung, die zum Beispiel nur in den USA läuft, bin ich genau an dem Punkt, ne? Safe Harbor gibt es nicht, Privacy Shield gibt es noch nicht. Wir leben im Augenblick in einem luftleeren Raum. Dessen sind sich viele Unternehmen nicht unbedingt bewusst. Es gibt keine Regelung, wie man mit den Daten umzugehen hat und was dort passieren muss. Ist ein wichtiger Punkt, wie viel der Daten, die ich habe, sind wirklich personenbezogen. Ja, also zum Beispiel reicht es schon, die E-Mail von meinem Handy ist personenbezogen, oder zumindest kann ich damit rauskriegen, wen das ist, also personenbezogene Daten. Alleine die E-Mail zu nutzen für einen Cloud-Service ist bedenklich. Ja, aber das ist halt genau ein Punkt, wo man nachschauen muss und eine Garantie, dass die Daten dort bleiben, kann man erwarten, ist aber auch nicht überall gegeben. Genau. Testbarkeit, also bei der testen kann man eigentlich die Angebote mit bekannten Ansätzen, die man aus Integrationstests, Schnittstellentests oder ähnliches halt hat. Also da gibt es aus den einzelnen Teildisziplinen kann man sich Informationen zusammenholen oder Einsätze zusammenholen und entsprechend bei älteren Vorgehen auch seine Funktion testen. Spannend ist halt, wie teste ich jetzt eigentlich die Systemarchitektur, das Gesamtsystem dann dahinter, weil man Cloud, man bestätigt eine gewisse Anzahl an Instanzen, muss also Instanzen auch einkaufen, sowohl für die Tests, für die Integration oder auch für die Produktionsumgebung, wo man selbst schnell bei Kosten landet und es entsprechend hochrechnen muss. Die Anbieter haben jetzt alle verschiedene Varianten oder Kostenstrukturen dann dabei, sodass man zumindest bei dem Oracle Cloud Service hingehen kann und sich eine Testinstanz für 30 Tage besorgen kann, mit der man durchtesten kann. Zum einem ersten Evaluieren oder Ausprobieren reicht es halt. Interessant wird es dann, wenn man dort mit automatisierten Tests oder ähnliches halt arbeiten will. Bei Azure und Amazon ist das ein bisschen anders. Eigentlich ist man dort direkt zahlungspflichtig, dass man jetzt sagt, einen kompletten Monat bekommt man das Angebot kostenlos zur Verfügung, gibt es nicht. Man bekommt aber ein entsprechendes Guthabenkonto, wenn man sich neu einwählt, während bei Amazon halt 250.000 Nachrichten im Jahr generell kostenlos sind. Klingt erstmal viel, aber die sind relativ schnell verbraucht, wenn man einmal anfängt, damit einen gewissen höheren Satz an Geräten wirklich zu testen. Auch die 170 Euro bei Microsoft sind relativ schnell weg. Unser Kollege Otto Fitz, gerade am Stand, der hat versucht, einen Showcase auf Azure IoT-Basis aufzubauen, der hat innerhalb von 3 Tagen 120 Euro von dem Guthaben wirklich Verbrauch gehabt und hat keine große Anzahl eigentlich von Nachrichten verschickt. Es ging einfach nur durch die Nutzung von Services, verschiedene Aufrufe, also das Guthaben hat man relativ schnell aufgebraucht. Zu den Preismodellen kommen wir aber später nochmal. Genau. Ganz, ganz wichtig und sollte man nicht außen vor lassen, das ist der Coolness-Faktor. Zumindest bezeichnen wir das halt so. Die Anbieter haben natürlich alle ein unterschiedliches Bild auf dem Markt. Also gerade Oracle wird ja eher noch als konservativ wahrgenommen. Klassischer Bereich, Datenbanken, dadurch sind die eigentlich bekannt, streben jetzt aber sehr, sehr stark halt in die Cloud und da wo entsprechend halt ein Imagewandel auch stattfinden kann. Bei Microsoft und Amazon ist es eigentlich schon passiert. Microsoft ist eigentlich mit seiner Cloud einer der bekanntesten Anbieter auf dem Markt und einer auch mit der größten, hat sich da also schon ein ganz anderes Bild in den letzten Jahren aufgebaut und auch Amazon AWS ist eigentlich für uns als Informatiker mittlerweile ein relativ bekannter Anbieter, wo man auch nicht großartig drüber nachdenkt, wie jetzt eigentlich seine Leistungen in dem Bereich aussehen. Das ist aber gerade für Mitarbeitergewinnung interessant, halt zu schauen, wie sind die wirklich auf dem Markt positioniert. Wenn ich jetzt Leute brauche, die sich mit AWS oder Azure auskennen und die vielleicht auch eher in so moderneren Bereichen unterwegs sind, werden die natürlich eher davon gezogen als halt von einem konservativen Anbieter. Während ich halt, wenn ich hauptsächlich Oracle-Produkte im Haus habe, eher zu der Lösung tendiere, sollte man aber unbedingt darauf achten, damit man entsprechend die Leute auch heranbekommt und die einen mit der Pflege der einzelnen Plattformen dann nachher unterstützen können.
Genau, was uns aufgefallen ist, AWS ist in den Startups gang und gäbe, ist also überhaupt kein No-Brainer mehr. Und dann geht man mit in die Enterprise-Welt, ist man viel schneller mit Microsoft. Also wenn man da auf der Ecke unterwegs ist, da ist AWS eher noch eine Diskussion. Genau, wo wir eigentlich schon zum nächsten Block dann auch kommen, zu unseren Plattform-Features. Da haben wir jetzt einige Features herausgepickt. Was wir halt als relativ wichtig empfunden haben, ist ein Public Subscribe Service, weil irgendwie soll man ja auch in der Lage sein, die Nachrichten, die reinkommen, zu verarbeiten und wieder zurück an die Geräte zu bringen. Ist eigentlich ein Pflichtprogramm, hat jeder der Anbieter in sein Portfolio mit aufgenommen. Bei Oracle ist er dann Push Cloud Service, bei Azure Notification Hub oder bei Amazon halt dieser Simple Notification Service. Es gibt auch andere Ansätze, das natürlich zu realisieren, aber das ist halt ein Service, den die anbieten, um Daten halt entsprechend auszutauschen. Ist halt da, funktioniert alles ein bisschen unterschiedlich, ist aber generell vorhanden, sodass man da halt keine Probleme bei der Nutzung bekommt. Anderes ganz spannendes Thema ist Device Management im Zusammenhang mit Authentication und Authorization. Funktionieren tun die Angebote hier auch wieder alle relativ ähnlich. Es wird eine ID generiert, die ID muss auf den Geräten hinterlegt werden. Dann ist die Möglichkeit halt da, die Geräte mit zusätzlichen Metadaten zu versehen, um halt zu sagen, das Gerät ist ein Temperatursensor oder in dem Bereich eingesetzt. Und die Verwaltung dahinter funktioniert normalerweise über diese Webportale, die angeboten werden. Und dann kann man dort auch Zertifikate und Ähnliches hinterlegen, um halt eine Authentifizierung sicherzustellen. Sehr, sehr spannend bei dem Thema ist die Verwaltung vieler Geräte. Da muss man eigentlich nochmal, also wenn man eine große Anzahl an Geräten hat, die nicht mehr händisch handhabbar sind, da wird es dann nochmal sehr, sehr spannend, weil die Anbieter dort verschiedene Varianten anbieten. Beispielsweise kann man bei Oracle hingehen und diese ganze Verwaltung mithilfe von REST-Interfaces steuern und dort entsprechend Geräte hinterlegen, wo man dann aber wieder den Aufwand hat, diese Lösungen praktisch selbstständig zu skripten und nicht unbedingt die Tools mitbekommt, die also aus der Cloud halt mitbekommt. Genau, wie bekomme ich jetzt eigentlich die Entwicklung oder wie entwickle ich jetzt dann für meine einzelnen Geräte? Ist bei allen Anbietern auch relativ ähnlich. Die ganzen Anbieter, die gehen halt hin und bringen ein entsprechendes SDK mit, sodass man eigene Gateways, also in dem Sinne Gateway, ein kleines Device oder ein kleines Stück Software schreiben kann, was dann mit der Cloud halt kommuniziert. SDK kommt von allen Anbietern irgendwo mit. Sind verschiedene Programmiersprachen werden halt angeboten, also bei Oracle halt Java und JavaScript, Microsoft hat natürlich sein Angebot und .NET erweitert, hat noch C und UWP mit dem Angebot, während halt bei Amazon auf C und Node.js zurzeit gesetzt wird. Genau. Dann haben wir uns noch Machine Learning ausgepickt, haben wir heute auch schon mal mehrmals gehört. Ist zum Erkennen von bestimmten Patterns natürlich sehr interessant, so eine Machine Learning Engine zu füttern, anzutrainieren, dass die halt entsprechende Zustände auch kennenlernt. Ist bei allen auch entsprechend dabei, verursacht weitere Kosten, kann als Service halt mit in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig das gleiche auch für Stream Analytics, bringt auch eigentlich jede Plattform mit. Unterschied ist halt, dort reagiere ich auf Patterns mit Hilfe von bestimmten Regeln, die definiert werden. Zum Beispiel, es gibt so zum Beispiel SQL-ähnliche Syntaxen, wo man das mit abdecken kann. Spannend ist halt, bei Oracle kommt es alles direkt mit. Bei den anderen beiden nimmt man einen zusätzlichen Service in Anspruch, der dann auch wieder Kosten verursacht. Kommunikation. MQTT haben wir jetzt auf der Konferenz auch gelernt, ist eigentlich ein Pflichtprogramm. Kommen auch alle Hersteller mit, dass man über dieses Protokoll entsprechend die Kommunikation sicherstellen kann. Ansonsten HTTP und REST. Bei Amazon ist halt spannend, dass man auch weitere Protokolle selber dort noch hinzufügen kann, indem man entsprechende Erweiterungen für seine Umgebung auch schreibt. Genau. Kommen wir zum Sonstigen. Dokumentation. Extrem wichtig, gerade beim Einstieg haben alle drei Anbieter einen relativ guten Ansatz, unterscheidet sich natürlich auch wieder ein bisschen.
Oracle hat dort seine sehr eigene eingekapselte Welt, in dem halt Foren und ähnliches halt komplett über Oracle laufen. Man findet dort sehr wenig Informationen über Stack Overflow, während man halt bei Amazon Web Services, also halt öffentlich in dem Sinne, sehr viel leichter Informationen findet. Ansonsten Dokumentation von allen sind gepflegt. Und kann eigentlich relativ kurzfristig mit Hilfe der Dokumentation starten und was auf die Wege bekommen. Support ist dann schon wieder spannender. Oracle bietet den mit. Also wenn man halt dort seinen Service pro Monat einkauft, bekommt man die komplette Palette direkt mitgeliefert. Bei den anderen Anbietern muss entsprechend Zusatzkosten eingerechnet werden, pro Umgebung dann auch eingerechnet werden, sodass man wieder schauen muss, welche Variante wähle ich da jetzt und das entsprechend hochrechne, ob ich dafür auch das erhalte, was ich wirklich brauche und dass das alles passt. So, dann, das hatte Frank gerade schon kurz angekündigt, Preismodelle. Wir haben uns ein relativ einfaches Szenario ausgedacht gehabt und haben gesagt, dass wir halt ein mittelständiges Unternehmen einfach haben, was Telemetriedaten für Niederschläge und Temperaturen in der Landwirtschaft sammelt, 25.000 Geräte dabei und alle 10 Minuten wird eine entsprechende Nachricht verschickt. Vorweg, damit ist es erstmal nicht möglich, eigentlich ein vergleichbares Preismodell aufzubauen, weil die konkreten Use Cases nicht ausgeprägt sind oder errechnet werden können, was eigentlich für uns ein ziemlicher Lerneffekt auch dahinter war. Für Oracle reicht das, weil dort über eine monatliche Subscription und über Messages halt abgerechnet wird. Bei den anderen beiden Anbietern allerdings nicht, weil dort auf Basis vom Verbrauch gerechnet wird. Und dadurch eigentlich eine ganz andere Komplexität ins Spiel kommt, als das, was man normalerweise für solche Angebote gewohnt ist. Wenn der Use Case ist, nicht bis ins kleinste Detail vorhanden ist, nicht die genauen Services bekannt sind und nicht bekannt ist, wie welche Nachricht in welchen Service eigentlich eingespielt wird, ist man nicht in der Lage, genau vorherzusagen, was so ein Angebot halt kostet. Also muss also die Use Cases sehr genau spezifiziert haben, um halt einen genauen Vergleich und eine genaue Berechnung zu errechnen. Was man rausbekommt, das ist ein Grundpreis. Man kann halt bei Azure sagen, dass wir zumindest für die Nachrichten, auf Basis der Nachrichten circa sagen wir 300 Euro im Monat halt einrechnen muss. Aber ohne dass halt die konkreten Analysen bekannt sind, die man fahren muss, die entsprechende Ressourcenverbrauch und alles bekannt ist, ist man hier nicht in der Lage, eine konkrete Aussage unbedingt zu treffen, was sehr spannend im Zusammenhang mit dem Vendor-Login ist. Also heißt, wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, genau zu sagen, was mich das Ganze kostet, kann es dann natürlich sein, dass bei bestimmten Lösungen die Preise ins Exorbitante steigen und man einfach nicht mit gerechnet hat, dass man diese Preise dann auch, dass man diese Preise nachher zahlen muss. Das Gleiche für Amazon. Amazon rechnet halt hauptsächlich über die Nachrichten ab. Halt 5 US-Dollar für 1 Million Nachrichten, auch da, das klingt erstmal wieder sehr, sehr viel, aber je nachdem, was man für Lösungen anstrebt, hat man die auch sehr schnell verbraucht, vor allem, wenn dann nicht nur die Nachrichten, die ein- und ausgehenden, nicht nur die eingehenden Nachrichten berechnet werden, natürlich auch die ausgehenden an andere Systeme, als auch an andere Services, die man dahinter hat. Bei 25.000 Geräten hat man da schon mal relativ schnell eine hohe Summe auch verursacht. Da ist man relativ schnell wieder dabei, sich zu überlegen, welche Cloud-Lösung ist denn für mich die richtige? Sprich, wo sind denn meine anderen Systeme, die ich noch anbinden will? Wenn ich zum Beispiel innerhalb der Amazon Cloud bleibe, sind die Kommunikationen innerhalb der Cloud meist kostenfrei. Wenn ich natürlich nach draußen kommuniziere in On-Premise-Systeme oder in andere Cloud-Systeme, zahle ich da nochmal wieder die Ausgänge. Und ein weiterer Punkt ist, wir hatten vorhin gesagt, BI Big Data ist für uns ganz wichtig, gerade in dem IoT-Umfeld. Ist bei allen Lösungen nur rudimentär drin. Wenn ich wirklich eine richtige Auswertung haben will, brauche ich immer noch eine BI-Lösung hinten dran. Sei es bei Oracle, der BI Cloud Service, sei es bei Azure, die BI-Lösung. Da geht man halt wieder hin und holt sich eine zweite Cloud-Lösung hinzu, die das Ganze komplexer macht.
ist nichts anderes, als wenn ich das Ganze on-premise mache, aber ich muss mir dessen bewusst sein. Ne? Bei allen kann ich mir aber auch überlegen, ich gehe halt hin und ich zahle vorab eine bestimmten Fee und reduziere dann meinen bestimmten Preis und kann einen Price Hold für eine bestimmte Zeit haben oder wie bei Oracle, ich kaufe mir vorab Credits, die dann abgearbeitet werden. Also es gibt zig verschiedene Varianten, die alle unterschiedlich sind und auch die einzelnen Services werden unterschiedlich abgerechnet. Ich kann bei Amazon bestimmte Services einfach laufen lassen, die kosten mich gar nichts, sondern erst dann, wenn eine Message rübergeht. Es gibt andere Services oder garantierte IP-Adressen, die kosten mich jeden Monat. Und so summiert sich das Ganze halt auf unterschiedliche Art und Weise, wo wir gedacht haben, dass wir mit unserem Durchrechnungsbeispiel ziemlich gut sind, aber festgestellt haben, dass wir leider nicht alle Fälle abdecken können und das doch sehr komplex wird und man sich genau überlegen muss, was man da machen möchte. Genau, wo wir eigentlich auch schon mit zum Fazit dann kommen. Der Satz, der steht oben, die Features bei den einzelnen Angeboten, die sind halt recht ähnlich und der Teufel steckt einfach im Detail. Wenn man sich die Preismodelle anguckt, wenn man sich das Rechnen anguckt, als auch die Wartung, die nachher notwendig ist und das Device-Management, was dahinter steckt, das sind wirklich so kleinere Randthemen, die man erstmal nicht unbedingt mit betrachtet und genau da liegen dann eigentlich die Unterschiede der einzelnen Angebote, die auf dem Markt sind. Und dahingehend, man muss sich sehr ausführlich mit den einzelnen Plattformen auseinandersetzen, sehr ausführlich in die einzelnen Use Cases reingucken, um genau für sich entscheiden zu können, auf welchen Anbieter setze ich da. Wenn da die falsche Entscheidung nachher getroffen ist, sind wir wieder bei dem Vendor-Login. So einfach kommt man natürlich auch nicht mal raus, wenn man auf eine entsprechende Lösung gesetzt hat und dass dann entsprechend zusätzliche Aufwände entstehen, wenn man nach einer relativ kurzen Zeit dann doch nochmal wechseln möchte. Genau. Kommen wir eigentlich auch schon zu den Fragen.